Okay, ich weiß, man soll nicht mit den Augen, sondern mit den Ohren abmischen. Aber hin und wieder ist es mal ganz hilfreich, sich die Frequenzverteilung im eigenen Mix auch mal optisch vor Augen zu führen. Vor allem, wenn man wie so viele in nicht optimierten Räumen sitzt und abmischt. Und die Königsdisziplin ist natürlich dann, seinen eigenen Mix zu vergleichen mit einem professionell gemasterten Referenzmix. Das Ganze geht kostenlos mit dem kostenlosen Tool Voxengo Span. Und wie das geht, das verrate ich dir im heutigen Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Mischen mit Referenz ist auf jeden Fall ein Schritt, der dir hilft, deinen Mix demnächst noch professioneller abzumischen. Denn mit einem Referenztitel hast du immer eine kleine Orientierung, wo du denn gerade mit deinem Mix stehst. Sei es, dass du die Verhältnisse, die Lautstärkeverhältnisse der einzelnen Instrumente untereinander abgleichen kannst oder eben auch, dass du Frequenzverteilungen besser einschätzen kannst. Hat der Referenzmix mehr Höhen, mehr Mitten? Hat dein Mix mehr Bass, weniger Höhen, Mitten? Das kann man im direkten Vergleich kann man das durchaus abgleichen. Das geht akustisch, aber das geht natürlich auch optisch. Und hin und wieder ist es tatsächlich hilfreich, das auch optisch einfach mal zu machen, sich die verschiedenen Frequenzbereiche einfach mal gegenüberzuhalten, um zu sehen, okay, da muss ich noch ein bisschen nachbessern. Und dabei hilft dir der kostenlose Voxengo Span. Wie du das Ganze einstellen musst, schauen wir uns jetzt mal am Beispiel hier an Logic Pro X an. Aber es hilft natürlich auch, die Schritte, die ich jetzt hier mache, einfach mal in deiner DAW nachzuvollziehen, wenn das nicht Logic Pro X sein sollte. Was wir zunächst einmal brauchen, ist natürlich eine Spur mit einem Referenztitel drauf. Und ich habe hier mal eine Session aufgemacht. Das heißt, wir starten jetzt erstmal und legen erstmal eine Referenztrack-Spur an. Dazu gehe ich hier einfach mal hier oben auf dieses Pluszeichen und klicke einfach mal hier für eine Audiospur, die hier angelegt wird. Und die schiebe ich mal ganz nach oben und benenne die jetzt erstmal Referenz. Und wenn du dann dort die Farbe von dieser Referenz bestimmen möchtest, geht das auch. Mit Alt-C kannst du in Logic hier die Farbe aufrufen. Ich mache mal dunkel-lila. Und lade jetzt hier meinen Referenztitel rein. Nehmen wir mal einen Song, den ich hier vorbereitet habe, der schon gemastert ist. Ein Song, den der liebe Björn Schlüter, unser Freund vom Recording-Blog, gemastert hat. Und jetzt schiebe ich den mal an die richtige Position hier und gucke mal, dass ich hier den letzten Refrain ungefähr erwische. So, damit wir dann auch einen ungefähren Vergleich haben. Wichtig ist natürlich, dass dein Referenztitel dann auch ungefähr aus dem Genre stammt und mit der gleichen Instrumentierung auch ist. Jetzt sind wir hier im letzten Refrain. Ungefähr so sollte es einigermaßen passen. Wir hören mal kurz rein. Du hörst jetzt schon, es klingt ziemlich zerstört. Das Problem ist nämlich, dass dieser Titel, dieser Referenztitel im Ausgang auf meinen Stereoausgang geht. Und im Moment, und das ist der nächste Tipp, den ich dir geben möchte, im Moment geht ja meine komplette Masterkette auch auf diesen Stereo-Out. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass unser Referenztitel nicht durch unsere Mastering-Kette geht, weil er ist ja schon gemastert. Das heißt, die Musik, die wir im Mix drin haben, müssen wir zunächst einmal auf einen vorgelagerten Bus rüber routen quasi. Ich nenne diesen vorgelagerten Bus immer Pre-Master, weil er eben vor dem Master-Bus liegt. Und dazu markiere ich einfach mal die beiden Busse, wo bei mir die Musik drauf liegt. Bei mir liegt die Musik normalerweise auf dem Mucke-Komplett-Bus und meine Vocals auf dem Vox-Komplett-Bus und geht dann eigentlich auf den Bus, wo die Musik zusammengefügt wird zu einem Stereo-Titel quasi, wo dann die Masterkette drauf liegt. Ich gehe mal hier auf den Output und kann dann hier einen neuen Bus anlegen. Den nennen wir mal Pre-Master, so wie ich das gerade auch gesagt habe. Und stelle damit sicher, dass die Musik auf diesem Bus jetzt rauskommt, und meine Masterkette kann ich jetzt einfach hier rüber ziehen. Also den Equalizer, den Gullfoss, den ich hier hatte, und den Limiter, den ich hier hatte. Und jetzt ist sichergestellt, dass wenn ich hier bei meinem Pre-Master, auch hier stelle ich mal die Farbe auf lila ein, das sind die Busfarben von meinem Masterbussen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Solo schalte, hier unten, dann habe ich meinen kompletten Mix. Und wenn ich hier auf Mute schalte, dann höre ich den Mix nicht mehr. Und da muss ich im Prinzip nur noch umschalten zwischen dem Referenztrack, der ja jetzt an meiner Masterkette vorbeigeht und direkt auf den Masterbus geht, und kann dann zwischen den beiden AB hören. Wunderbar, Vorbereitung schon mal so weit abgeschlossen. Als nächstes können wir uns jetzt den Voxengo Span vornehmen. Und den Voxengo Span lade ich jetzt mal hier in den Masterbus rein, in den Stereo Out, wie er hier bei Logic heißt. Und dann können wir damit einfach mal ein bisschen spielen. Ich mache mal zunächst einmal meinen Pre-Master an. Haben wir den Referenztrack gemutet? Ne, das müssen wir noch machen. Warte mal kurz, hier das Solo ausmachen, gucken, ob unser Referenztrack gemutet ist. Damit die nicht gleichzeitig abgespielt werden, wird der hier gemutet. Und jetzt können wir hier im Span erstmal nur unseren eigenen Mix hören. Das ist im Moment folgender. Und du siehst schon, dass hier der Span jetzt die komplette Frequenzverteilung anzeigt, hier auch einzelne Resonanzen. Wir können mal, um das ein bisschen entspannter zu machen, ein bisschen ausgeglichener machen, können wir jetzt unseren Span erstmal ein bisschen voreinstellen, ihm ein bisschen diese filigrane Frequenzarbeit ein bisschen abnehmen. Dazu gehe ich mal in die Einstellungen hier rein
Und dann siehst du hier die Einstellung vom Span. Und hier können wir verschiedene Sachen einstellen. Hier können wir zum Beispiel die Messmethode einstellen. Hier können wir Real-Time Average einstellen, also gemessen über einen gewissen Frequenzbereich, über einen gewissen Zeitbereich. Dann werden hier die Frequenzen summiert und so weiter und so fort. Ich lasse mal auf Real-Time Average. Dann können wir daneben die feinste Auflösung einstellen. Hier zum Beispiel Block Size. Also je feiner die ist, umso feiner löst unser Span auf. Kann ich dir mal zeigen, wenn ich den auf 8000 stelle. Dann siehst du, dass es hier noch viel feiner aufgelöst wird. Jede kleine Resonanz ist dann hier zu sehen. Da unser Ohr aber nicht so hört wie jede kleine Resonanz, sondern eher gleichmäßig ausgeglichen hört, gehen wir nochmal auf die Einstellung drauf und können dann hier auf der rechten Seite ein Smoothing einstellen, also eine Angleichung, ein Ausgleichen dieser verschiedenen Auflösungen, die wir da haben. Und ich stelle den mal auf 1/3 Oktave. Das heißt, jetzt wird das Band schon deutlich aufgeräumter sein und nicht mehr so neurotisch, würde man schon fast sagen, auf jede einzelne Resonanz reagieren. Achte mal drauf, wie der Span jetzt aussieht. Und ungefähr so hört auch unser Ohr, also ungefähr so ausgeglichen hört auch unser Ohr. Jetzt gilt es natürlich dafür zu sorgen, dass wir auf der einen Seite die Frequenzverteilung von unserem eigenen Mix sehen können und dann im Vergleich dazu den Referenztitel. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir spielen zunächst einmal den normalen Mix ab, den wir selber haben. Lass ihn mal laufen. Und wir stellen die Zeit, in der gemessen wird, noch mal ein bisschen länger ein. Das kannst du hier auf der rechten Seite machen. Das heißt, er misst jetzt über einen längeren Zeitraum, jetzt nicht 2 Sekunden, sondern wenn ich hier einstelle, machen wir mal 6 Sekunden, damit das noch ein bisschen repräsentativer ist. Er misst jetzt also die Frequenzverteilung über 6 Sekunden. Und jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Wird langsamer die Anzeige, aber auch repräsentativer dann für das, was wir quasi hören. Und jetzt drücke ich einfach mal die Hold-Taste. Und wenn ich die Hold-Taste gehalten habe, dann wird jetzt hier erstmal das Bild eingefroren. Das heißt, der Voxengo analysiert nicht weiter, sondern friert dann quasi das ein, was er in den letzten 6 Sekunden hier quasi gemessen hat. Jetzt müssen wir natürlich im Vergleich dazu unseren Referenztrack bekommen. Das heißt, ich mute einfach mal unseren Pre-Master. Das heißt, wir hören jetzt gar nichts mehr. Jetzt schalte ich den Referenztrack scharf. Das heißt, den sollten wir jetzt hören. Und jetzt müssen wir ihm natürlich, damit jetzt nicht in der gleichen Farbe auch überlagert wird, sagen, dass er uns eine andere Farbe anzeigen soll. Und das machen wir, indem wir jetzt hier einfach mal bei Underlay auf G2 gehen. Stereo ist das, was gerade angezeigt wird, und G2 ist jetzt eine weitere Kurve, die gemessen wird. Normalerweise ist es ein weiterer Eingang, aber wenn wir hier auf Routing gehen und dann auf G2 einfach mal umstellen, auch auf unseren Stereobus, einmal für links, einmal für rechts, dann wird jetzt in Rot hier unser Referenzmix angezeigt. Und jetzt können wir mal die Frequenzen vergleichen. Lassen wir mal dieselbe Stelle mit unserem Referenzmix laufen. Du siehst, die Kurve baut sich so langsam auf. Ich drücke wieder auf Hold. Jetzt ist wieder Hold, die Anzeige ist also eingefroren, und jetzt kannst du hier direkt im Vergleich quasi sehen, wie sich der Referenzmix in Rot verhält im Vergleich zu deinem eigenen Mix in Grün. Die Überlagerungen sind also Übereinstimmung, da sind die Frequenzverteilungen ungefähr gleich, aber du siehst, dass der gemasterte Track, dass der hier im Bassbereich ein bisschen weniger anbietet. Das heißt, hier bin ich mit meinem Bass vielleicht ein kleines bisschen übers Ziel hinausgeschossen, auch hier im Bereich von 120 Hertz. Ist Geschmackssache, ob man das dann angleicht oder nicht, aber vor allem, und das ist eigentlich das Entscheidende, was jetzt für meinen Mix zum Beispiel nötig wäre. Du siehst im Mittenbereich hier ab 300-400 Hertz bietet der Referenzmix deutlich mehr Frequenzen an. Und wenn du jetzt einen repräsentativen Referenzmix gewählt hast, der also in der Instrumentierung und mit dem Gesang und so weiter ähnlich ist wie dein Song, dann kannst du hier sehr schön ablesen, wo du noch arbeiten musst. Ich dürfte zum Beispiel in den Höhen hier noch deutlich offensiver sein, und hier in den Mitten dürfte ich noch ein bisschen mehr anbinden. Ich gebe zu, dieser Referenztrack hat jetzt Vocals, der ursprüngliche Mix hatte noch keine Vocals, das heißt, so ganz repräsentativ ist das nicht, aber zum Zeigen sollte das durchaus in der Lage sein, damit du hier siehst, das ist der Unterschied. In den Frequenzbereichen kannst du arbeiten und die einzelnen Instrumente, die in diesen Bereichen vertreten sind, vielleicht noch ein bisschen mehr featuren, sodass du auf einen etwas ausgeglicheneren Mix kommst, denn die Kurve hier von unserem Mix ist schon relativ ausgeglichen, und da siehst du jetzt, dass du hier in den Bereichen vielleicht noch ein bisschen nachbearbeiten kannst. Mischen mit Referenz geht auch mit den Augen, mit dem kostenlosen Voxengo Span definitiv. Schreib doch mal unten in die Kommentare, ob es dir auch geholfen hat, ob du deinen Mix auch abgleichen konntest, und falls du dich dafür interessierst, wo du die anderen Plugins von Voxengo auch herbekommen kannst und jede Menge andere kostenlose Plugins, dann schau als nächstes in dieses Video, da sehen wir uns, bis die Tage und Yassou!